Thank you.
Hallöchen. Dass wir ja noch pünktlich anfangen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, mit dem Ton, das klappt. Mein Mann hat da noch ein Auge drauf. Ich bin entmutet. Ja, sehr gut. Kurz, Etiana, du bist nicht oft in meinem Livestream, oder? Ich habe mir halt immer überlegt, dass ich beim Live eventuell so 5 Minuten früher da bin. Einfach, dass schon mal jeder eine Nachricht kriegt, der die Benachrichtigung angeschaltet hat und sich in Ruhe dann auch anmelden kann und reinkommen kann und einrichten kann. Und deswegen lasse ich es schon immer ein bisschen früher laufen. Ich weiß nicht, ob das den Leuten was taugt, ob das was nutzt, aber ich denke mal schon. Genau. Das noch kurz dazu. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Ich hatte mich gefreut, weil ich hatte mich die Tage mal ein bisschen mehr wieder mit meinem Programm, mit dem Tool auseinandergesetzt, mit dem ich jetzt streame. Und ich habe so ein tolles Teil, mit dem über Knopfdruck ich diverse Dinge einblenden kann, anzeigen lassen kann. Habt ihr vielleicht hier und da schon mal gemerkt. Und habe mich eben damit ein bisschen mehr befasst und habe ein paar Dinge optimiert und eingestellt. Und endlich funktioniert es, dass ich per Knopfdruck in den Chat schreiben kann. Finde ich cool. Okay, Ton passt. Mein Mann schreibt es auch. Okay, kann mein Mann jetzt auf die Couch gehen. Genau. Zum Thema Optimieren. Unter anderem habe ich mir gedacht, weil ich teilweise jetzt schon gemerkt habe bei den vergangenen Livestreams, dass mir die ein oder andere Frage, ja, habe ich leider übersehen. Und ich kann ja hier mit meinem Tool auch filtern und eine Suche angeben und ich kann auch bestimmte Kommentare favorisieren, um sie später nochmal einzublenden oder so. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr Fragen habt, die jetzt vielleicht nicht speziell mit dem Projekt zu tun habt, sondern allgemein um Stampin' Up, um keine Ahnung was, dann könnt ihr gerne, wenn ihr vorne mit F Doppelpunkt anfangt, ich glaube, das ist auch egal, ob groß oder klein, also F für Frage und dann eure Frage stellt, kann ich am Ende mal gucken, ob ein paar Fragen zusammengekommen sind und könnte dann am Ende auch drauf eingehen oder nochmal beantworten. Ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, beim Basteln, dass man dann später die Fragen beantwortet, wobei ich dann manchmal vielleicht schon gar nicht weiß, ob die, Gott, was Salat, ob die Frage dann noch Sinn macht später. Müsst mal gucken. Schau mal einfach mal, ob das hinzukriegen ist. Hallöchen. Hallöchen an alle. Schön, dass ihr da seid und zahlreich erschienen seid. Ja, so. Genau. Zu den Fragen. Ja, wollte ich das sagen. Und wir werden am Anfang starten, wie immer, mit dem Geschäftlichen. Muss halt ja auch sein, dass ich euch ein paar Infos weitergebe für alle, die mein Newsletter nicht abonniert haben. Könnt ihr gerne noch nachholen. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Also Newsletter könnt ihr hier euch anmelden und müsst jetzt als Kommentar kommen. Ach, toll. Also könnt ihr auch anklicken, könnt euch da ein Newsletter eintragen und dann kriegt ihr auch immer die neuesten Infos von mir. Genau, das Geschäftliche. So, fangen wir mal an. Ich hatte es letztes Mal schon erwähnt. Und zwar, ich muss hier mal ein bisschen zur Seite gehen. So, jetzt ab den 1.3. haben wir ja jetzt, sind die exklusiven Online-Produkte an den Markt gestartet, an den Start gegangen oder so ähnlich. Egal. Genau, jetzt gibt es Produkte, das bedeutet, diese nicht in einem Printmedium drin. Also ihr könnt die ganz normal online bestellen, da gibt es auch eine Kategorie dafür. Und da sind auch ein bisschen mehr drin, als was wir jetzt auch vorordern konnten. Also es ist ein Nilpferd, glaube ich, dabei. Nee, Nashörner. Ist dasselbe. Nashörner dabei und ich weiß gar nicht, was noch. War noch irgendwas? Irgendwas mit einem Palm? Nee. Monsterer Blatt habe ich noch gesehen. Und
Das wird es halt jetzt über die Zeit immer wieder geben, weil Stampin' Up! Damit halt schneller auf Trends aufsteigen möchte und schneller reagieren möchte, weil unsere Kataloge haben eine Vorlaufzeit von 2 Jahren. Also das, was jetzt gemacht wird, kommt in 2 Jahren aktuell raus und das ist halt eine sehr lange Zeit. Deswegen versuchen wir jetzt mit diesen Online-Produkten, die man auch über die Demonstratorin bestellen kann, also auch über mich. Man muss nicht unbedingt im Online-Shop bestellen, für die, die das jetzt nicht so mögen oder können oder wollen. Man kann es auch direkt bei einer Demonstratorin oder einem Demonstrator bestellen. Das ist der Gedanke dahinter. Und im Zuge dessen möchte ich auch gleich noch einen Hinweis geben. Ich meine, das war nicht von Anfang an in dieser Exklusiv-Kategorie drinne gewesen, aber ich hatte sie durch einen kleinen Tipp von einem Vögelchen habe ich gesehen, dass es die zwei Kreisstanzen wieder im Programm sind. Also es die 2 Zoll und die 1 3/4 Zoll Kreisstanzen. Die sind jetzt auch wieder in dieser Kategorie mit drin, also in dieser Online-Kategorie mit drin. Kann man jetzt wieder bestellen. Toll, oder? Ich weiß, dass da viele hinterher getrauert haben. Vielleicht sogar in der Hoffnung, dass noch andere Kreisgrößen noch nachkommen. Das werden wir sehen. Je nachdem, wie groß die Anfrage ist. Genau, wollte ich darauf hinweisen für die, die es jetzt nicht gesehen haben. Und ein Hinweis auf ein neues Bastelkit. Ich muss immer darüber gucken, weil dort mein Rechner steht und ich da alles Material habe. Ein neues Bastelkit gibt es, das farbenfrohe Kaleidoskop kann man jetzt bestellen. Ja, ist halt ein Bastelkit, ideal für Anfänger, für Einsteiger, auch für Fortgeschrittene, weil man kann mit den Sachen ja auch was ganz anderes machen, als wie vorgegeben ist. Aber für Anfänger ist es halt perfekt, weil du alles hast und trotzdem am Ende schöne Karten zaubern kannst und so auch in dieses Basteln reinkommst. Das finde ich immer schön. Ich habe letztens erst irgendeinen Spruch gelesen, so mit vom Kopieren lernt man. Also es ist jetzt nichts mit Kopieren zu tun, aber es ist eine Vorgabe. Man bastelt einfach nur nach und man lernt dabei die Produkte kennen. Man lernt den Umgang mit den Werkzeugen und so weiter. Also ich finde das cool. Für für die noch nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen, was sie für einen Anfang brauchen, finde ich das schon cool. So, ich habe immer mal so ein Auge mit auf den Chat. Wie gesagt, wenn irgendwie Fragen sind, die jetzt nichts explizit jetzt mit diesem Thema zu tun hat, ich hoffe, ich lese es, überlese es aber nicht, könnt ihr gerne einen F-Doppelpunkt schreiben und wir gehen dann später nochmal drauf ein. Ja, siehst du, Jana hat zum Beispiel nicht mitbekommen. Wahrscheinlich die Kreisstanzen, oder? So, das war's zu dem Geschäftlichen. Cool, ne? Immer schnell durch gewesen. Ja, ein kurzer Hinweis noch, das werden ja viele schon mitbekommen haben. Es wird eine kleine Farbänderung geben im neuen Katalog. Ich kann nichts dazu sagen, weil wir selber noch gar keine Infos haben. Wir wissen aber, dass eine kommt. Und ich würde euch dann ans Herz legen, wenn ihr Lieblingsfarben habt aus dem derzeitigen Sortiment, klar die Incolor, logisch, die uns jetzt leider verlassen, aber es werden auch noch welche aus den Farbfamilien rausgehen und dafür alte und neue reinkommen. So viel weiß ich schon, aber ich weiß noch nicht was. Wenn ihr was habt, bestellt es jetzt noch. Ich weiß, sonst fließen wieder Tränen, wenn es dann im Ausverkauf drin ist und Papier, Nachfüller. Also schaut, dass ihr da euch euren Bestand aufstockt, damit ihr noch eine Weile Freude dann damit habt und damit basteln könnt. Meine Empfehlung an euch. Aber es ist wie mit allem so. Also ist auch, wenn ihr Stempelkissen zum Beispiel bestellt immer gleich Nachfüller mit. Habt ihr viel länger Freude daran und genau, Papier ist noch wichtig. Was haben wir noch? Stifte? Ja, nicht unbedingt, aber genau, was man so braucht von den ganzen Farben. So. Was
Was? Ich habe jetzt erstmal Steffi wieder scharf gestellt. Ich weiß gar nicht, wie die Qualität ist, aber bisher hat sich ja noch keiner beschwert. Die kleine Greifschanze soll in den USA schon ausverkauft sein. Ja, ist die USA. Also. Und ausverkauft weiß ich nicht. Ich habe jetzt, kann es jetzt gerade gar nicht sagen, ob da was stand von, solange der Vorrat reicht. Oder ob es einfach nur vorübergehend nicht bestellbar ist. Das ist ja momentan bei Stampin' Up so, dass wenn Produkte, sind ja auch leider jetzt bei den Online-Exklusivsachen, dass es Produkte dann nicht bestellbar sind, wenn sie gerade nicht auf Lager sind. Ich weiß aber, es sind einige Container unterwegs. Da kommen nächste Woche, sagen wir 5., 6., übernächste Woche, also ab dem 13. kommen wieder große Container und da wird wieder ein bisschen was aufgefüllt werden. So, genau, das Wichtigste. Super Qualität, bist gestochen scharf. Ich hoffe, meine Poren sind heute nicht so groß. als nächstes machen wir jetzt, oh, jetzt war ich nicht so gut. Als nächstes machen wir jetzt eure Einsendungen vom letzten Live. Ja, schauen wir mal. Also mit den Fragen muss ich halt mal schauen, ob das so funktioniert oder ob ich einfach das dann gleich mache. Aber das gucken wir am Ende. Immer einen Schritt nach dem anderen. Wir machen jetzt die Einsendung vom letzten Mal. Was haben wir denn letztes Mal gebastelt? Wir hatten letztes Mal diese Karte in den tollen Incolor Grüntönen. War der so? So kann man es gut sehen. Ich könnte ja auch eigentlich umschalten. Ich bin nicht so ganz in dem Game drin. Also die Karte haben wir letztes Mal gebastelt. Ne? Das ist hier. Wie sieht man das denn am besten? Ich habe nämlich noch hier embossed. Sieht man leider nicht so. Doch hier. Da schimmert es ein bisschen raus. Ja, halt einfach einen Rahmen mit dem Text in der Mitte. Haben wir letztes Mal gemacht. Und es haben wieder einige eingeschickt. Und ich bin immer wieder begeistert, mit welchen Ideen oder mit welchen Mitteln man hat, weil ich weiß, ihr habt es nicht alles. Um Gottes Willen müsst ihr ja auch nicht, habe ich ja auch nicht. Aber versucht es dann halt mit euren Sachen nachzubasteln. Und ich bin immer wieder also begeistert, finde das so toll. So, genau, diese Karte hatten wir letztes Mal. Fangen wir an. Ich muss wieder ein bisschen zur Seite. Da. Von Kartebox Papier. Fast 1:1 nachgebastelt mit dem Stempeln und dem Embossing. Nur beim Text hat sie halt was anderes genommen. Geht genauso. Also da könnt ihr ja auch individuell gestalten, ne? Je nachdem, für welchen Anlass ihr das braucht. Finde es toll. Schön dezent mit diesem Transparent-Banner da im Hintergrund. Schön. Kann man nichts sagen. Toll umgesetzt. Das nächste ist von der Silvia. Silvia hat auch ein anderes Stempelset gehabt und anderen Text. Wie man sieht, geht genauso. Ist einfach schön, auch alles in Grün gehalten. Man könnte es ja zum Beispiel auch in anderen Farben machen. Sehen wir auch gleich noch. Also schön umgesetzt. Und wie man auch sehen kann, hat sie die Blätter selber embossed. Ne? Also die sind das oben, das sieht man schimmernd. Ist gestempelt und dann mit klar embossed drüber. Das ist auch eine coole Idee. Wollte ich auch immer mal noch machen. Also, dass man gestempelte Motive gleichzeitig embossed. Das ist schon auch eine coole Sache. Dann haben wir hier eine Karte von Anja. Anja hat auch mit ihrem Stempelset, was sie hat, und Buchstabenset. Was ich auch sehr schön finde. Also, das sollte jeder in seinem Bastlerhaushalt haben. Umgesetzt, sehr schön, gefällt mir. Ein bisschen dezent, so der Rahmen. Cool. Ich hoffe, ihr könnt da auch ganz viele Ideen mitnehmen für euch und seid vielleicht sogar beim nächsten Mal dabei. Die Rosalie, wie man sieht, das ist jetzt zum Beispiel mit einer anderen Farbe. Wunderbar, kann man nichts sagen. Mit dem Happy dann dazwischen. Also sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut.
kann man sich halt auch, wenn man weiß, wem man die Karte schenken möchte, kann man das ja auch individualisieren, also mit den Farben, mit dem Text und so weiter. Finde ich sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Beate hat zwei Varianten gemacht. Ich finde auch eine gute Variante, um ein bisschen in Masse zu gehen, glaube ich. Ich glaube, der Aufwand hielt sich ja an Grenzen, bis auf dieses Gefummel mit dem Text am Ende. Aber es geht. Also man kann auch gleich mehrere machen und wie man sieht, jede sieht für sich individuell aus, ne? Also es ist ein Einzelstück quasi. Echt schön. Ja, Geraldine. So, dann haben wir die Inka. Inka hat auch, die hat dasselbe Stempelset gehabt, aber den Text anders und aber super, perfekt. Also gefällt mir gut. Vielleicht hätte es vielleicht sogar weiß machen können, denke ich, dieses Transparent so als weißer Schatten. Wäre vielleicht auch noch eine Idee gewesen, wenn man keine Outline hat. Also wie man ja sieht, weiß gar nicht, ne, bei dem dieses Pergament ist ja ein Stück größer wie das Grün. Deswegen hat das dann diesen Rahmen. Und wenn man das halt nicht hat, kann man so auch den Text so leicht versetzt machen und hat dann so eine Art Schlagschatten, sagt man auch. Genau, Claudia. Claudia hat ja auch eigene Farben genommen. Perfekt. Anderes Stempelset, eigene Farben. Wirkt gleich ganz anders. Trotzdem schön, sehr harmonisch. Gefällt mir gut. Ja. Und leider schon die letzte. Von der Maren. Maren hat hier auch einen warmeren Grünton genommen und auch an das Stempelset habe ich gar nicht mehr gedacht. Sonst hätte ich das vielleicht auch mit erwähnen können. Das passt ja perfekt. Vom Format her, von der Karte, passt das perfekt dann hin. Und dann kann man auch, wenn man es mit einem kleinen weißen Rand außen ausschneidet, hat man quasi auch einen Rahmen um den Text. Sehr schön. Gefällt mir gut. So, das war's für dieses Mal. Das heißt, Leute, wenn ihr mitbastelt, was ich hoffe, oder vielleicht auch später nachbastelt, ihr habt ja mindestens 4 Wochen Zeit, ihr könnt mir gerne eure Karte einsenden als Foto. Ich packe euch das nochmal in den Chat. Und hier, das ist der Link, stempelwiese.de/live. Dort findet ihr immer die aktuelle Materialliste. Ich versuche es ungefähr 2 Wochen vor Live-Start die Liste reinzuschreiben, dass ihr gegebenenfalls Zeit habt, euch die Produkte zu bestellen oder rauszusuchen, was auch immer. Und ja, dass ihr dann auch mitbasteln könnt. Wie gesagt, ich erwähne es auch immer wieder, ihr habt es ja gerade gesehen. Ihr müsst nicht eins zu eins die Produkte haben. Wenn ihr euch unsicher seid, beim Livestream mitzubasteln, weil ihr die Produkte nicht habt, dann macht es später nach. Guckt es jetzt einfach nur zu, legt die Füße hoch, macht es was Schönes, was anderes nebenher, lasst es einfach laufen und macht es dann später. Ich gehe von aus, dass ihr immer irgendwas finden werdet, mit dem ihr das dann nachbasteln könnt. Also ihr müsst es ja nicht eins zu eins machen. Und ich finde es, wie gesagt, auch sehr spannend, wenn ich dann die Karten bekomme und euch sie dann zeige, mit welchen Ideen ihr das dann umgesetzt habt, finde ich mega. Also voll toll. So, ich glaube, es war jetzt keine Frage zu den Karten. Mir ist auch schon aufgefallen, dass es auch viele Wiederholungstäterinnen dabei sind. Das freut mich ganz besonders, also dass ihr das dann auch immer mal wieder nachbastelt. Schön. Schön. Genau. Dann machen wir jetzt mal den kreativen Teil. Wir sind gut in der Zeit. Genau. So. Was basteln wir? Erstmal tun wir das wieder raus. Und ich schalte hier um. Moment. So, auf meinem Basteltisch.
Mich könnt ihr auch noch sehen. Ihr habt ja eine kleine Vorschau schon gesehen, was wir heute machen. Und zwar machen wir heute diese Geburtstagskarte. Ich hoffe, man erkennt es, weil es ist schon arg hell hier, dass das nicht so arg überbelichtet ist. Ich habe auch versucht, die Kamera ein bisschen näher zu holen ans Projekt. Also wenn ihr irgendwas nicht genau erkennt, weil ich aus dem Bild bin, dann brüllt es einmal ganz laut. Ihr könnt mir auch im Chat mal schreiben, ob ihr heute mitbasteln wollt oder was ihr gerade nebenbei macht. Das finde ich auch immer sehr spannend. Ich war letztens bei Jana in ihrem Livestream am. Wann warst du? Ich weiß gar nicht mehr. Freitag? Donnerstag? Ich finde es immer schön, wenn da so der Livestream nebenbei läuft und man dann irgendwie sein Zeug machen kann. Dass man so ein bisschen eine Beschallung und was nebenher gut ja, zum Zuhören hat und ab und zu auch mal schreiben kann, also sich unterhalten kann. Ja, so, also wir basteln heute diese Karte. Und dafür habe ich das Stempelset Two-Tone Flora genommen. Das ist so ein Set, das man zweimal stempelt. Also man hat einmal diese flächigen Stempel und dann diese Konturenstempel. Das ist halt der Trick dahinter, hinter diesen Stempelsets. Also die sind auch markiert im Katalog, dass man mit den zwei Schritte stempeln kann. Und dann möchte ich gleich darauf hinweisen, dass ich genau dieses Set heute auch verlosen werde. Und zwar das Ganze dreimal, damit es sich einfach lohnt. Und es werden ja jetzt auch vom Livestream zum Livestream immer mal mehr Leute werden. Und dass halt die Chance höher ist, auch was zu gewinnen, gibt es das heute dreimal. Und gewinnen könnt ihr, wenn ihr einfach aktiv euch im Chat beteiligt. Ihr müsst sonst nichts tun, aber wenn ihr ab und zu mal was schreibt, sei es eine Frage, Hinweis, was auch immer, irgendwas Konstruktives, dann macht, schreibt's rein und am Ende werde ich dann drei Gewinner aus den Kommentaren ziehen. So viel Hinweis dazu. Also, genau. Und dann starten wir jetzt. Wir fangen an mit dem extra starken Grundweiß. Ich will immer noch Flüsterweiß sagen, also ich kriege das einfach nicht raus aus dem Kopf. Maße blende ich gleich ein. Ich habe heute versucht, auf die Maße Acht zu geben, weil das ja nur die letzten zwei Male mir misslungen ist. 29 mal 10, 5 mal 5. Sollte passen. Also ich kürze mir immer den A4-Bogen bei 29. So habe ich wirklich ganz wenig Verschnitt, also nur dieses Ding da. Mache mir dann auch gleich eine Falz bei 14,5. Drehe mir dann das A4-Blatt und halbiere das und habe somit gleich zwei Grundkarten. Und wie gesagt, eben halt, das ist der einzige Verschnitt. Kann man vielleicht noch für Texte benutzen als Textbanner. Aber wir machen heute ja nur eine. Also wir brauchen, wie ihr ja seht, ne, so eine bisschen größere Blume, ein bisschen Grünzeug. Also viel mehr braucht man ja gar nicht. Gut, den Text noch. Da habt ihr ja bestimmt noch irgendwas. Also kramt's mal schnell. Dann könnt ihr noch mitbasteln für die, die mitbasteln möchten. Mein Mann ist auf dem Strampelgerät und ich schaue Karten basteln. Zum Sonntag strampeln, der Arme. Okay, das Stempelset habt ihr alle noch nicht. Hat irgendjemand das Set? Ist etwas unscheinbarer? Ich habe die Stanzform nicht, also ich muss dann mit der Hand ausschneiden. Mandy schreibt es gerade. Steffi, hast du die Stanzen dazu oder schneidest du die Blumen aus? Ich schneide sie mit der Hand aus. Habe ich mir gedacht, als ich es bestellt habe. Ich dachte, komm, kannst du mit der Hand ausschneiden. Ist nur das Problem, das ist ja die Geburtstagskarte für mein Team gewesen, für den Februar.
Und wenn dann halt so 15 bis 20 Leute Geburtstag haben, ist Handausschneiden auch nicht immer so toll. Aber es geht. Es ist halt was, was man auch gut nebenbei irgendwie machen kann, wenn man Livestream guckt zum Beispiel. So, wir machen jetzt erstmal den Hintergrund. Und zwar habe ich den leicht gewischt und noch ein bisschen gestempelt. Ich nehme hier diesen Brush-Pinsel und habe hierfür Papaya genommen, was ja leider das Programm verlässt. Wir brauchen noch Lodengrün und Celadon. Das sind die drei Incolor-Farben, die jetzt leider das Sortiment verlassen. Wobei, vielleicht bleiben die auch. Ich glaube es nicht. Und wir brauchen noch Kürbisgelb. So, wir fangen jetzt hier mit dem Hintergrund an, indem ich erstmal wische. Das Gute ist, durch diese Karte, die wir ja jetzt schon gebastelt, oder die ich schon gebastelt habe, weiß ich ja schon ungefähr, wo die Blumen hinkommen. Das heißt, in diesem Bereich werde ich jetzt auch wischen. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. So. Ja, ernsthaft mit der Hand ausgeschnitten. So viel seid ihr mir wert. Für mich ist Ausschneiden, ich blende mal wieder aus, Ausschneiden keine Bestrafung. Wie für viele andere, ich weiß, dass sie das ungern machen. Ich mache es halt gern. Und das geht mir oft schneller von der Hand, bis ich die Stanzform auf dem Stempelmotiv ausgerichtet habe. Und dann willst du das durchnudeln, dann verrutscht das Ding wieder. Und ich muss dann jedes Mal wieder festkleben und ausrichten, dann habe ich es schneller mit der, also gefühlt schneller mit der Hand ausgeschnitten. Ja, so, guck noch mal kurz durch. Sabine ist das erste Mal dabei. Da herzlich willkommen und ich hoffe nicht das letzte Mal. Okay, viele schauen zu. Sieht aus wie ausgestanzt. Nächstes wirklich, man sieht es auch, dass es mit der Hand ist, wenn man aus der Nähe. Aber das fällt dem Beschenkten nicht auf. Das ist ja das Kuriose dran. Also ich habe auch manchmal Ecken drin beim Ausschneiden und aber da guckt keiner hin. Nur du siehst das, weil du ja dieses Detail vor dir hast. Viele Dinge sieht man gar nicht hinterher, wo ich immer denke, oh mein Gott, das kannst du doch nicht veröffentlichen. Also macht euch da auch nicht verrückt bei sowas. Und es ist ja auch Handarbeit. Na? Ah, Bea ist zufällig reingeschneit. So. Genau, sehr schön. Wow, seid ihr heute fleißig. Ich gucke da hin, weil ich dort euren Chat lesen kann. Deswegen muss ich ab und zu mal aus der Kamera schauen. So. Ja, finde es auch schade, dass diese Inkolor, gerade diese. Hexi Maxi ist auch da. Schön. Wow. Ich komme aus dem Scroll nicht raus. Ja. Ausschneiden kann auch anstrengend sein, klar. Und vor allen Dingen, wenn du dann die Blüte, ne, je nachdem, wie viele Geburtstage haben, musst du ja 30 Mal ausschneiden bei 15 Karten. Kann auch anstrengend sein. Aber das dauert bei mir ein bisschen später, weil ich mache es halt gern. Das geht mir leicht von der Hand. So viele zum ersten Mal dabei. Und Däumchen wäre ein Träumchen, genau. Dankeschön, Sabine. Also, ihr könnt gerne meinem Video oder meinem Livestream einen Daumen da lassen, da würde ich mich freuen. Jetzt machen wir aber mal los. Also, ich gehe einfach hier mit meinem Pinsel in die Farbe. Und da ich ja am Ende hier die Blüte aufklebe, ich weiß gar nicht, ob das so gut, da die Blüte aufklebe, ist es jetzt, wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn beim Aufsetzen da so ein fetter Kreis zu sehen ist. Versucht es da aufzusetzen, wo ihr dann die Blüte hinklebt. Und dann einfach wischen. Von innen nach außen, also immer ein bisschen größer werden. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich nicht so viel erkennen. Aber später hebt sich das dann schon ab, wenn die Blüten dann draufkleben.
211, nee, was? 201 Leute und 11 Däumchen zu sehen. Ja, da geht noch was, oder? Mädels und Jungs. Haben wir denn Jungs heute da? So. Ich denke, das passt. Da habe ich jetzt natürlich die hellste Farbe genommen. So. Dann können wir auch den Hintergrund stempeln. Da nutze ich dann auch aus dem Stempelset. Da gibt es diese Sternchen hier, also das Blumeninnere, nehme ich jetzt für den Hintergrund in der gleichen Farbe. Einfach nur das, was da ist. So. Das wird zu klein sein. Und einfach abstempeln, so wo ihr denkt, was halt hinten hinter den Blumen rausschaut. Wenn ihr euch unsicher seid, dann packt den Stempel noch nicht weg und macht es dann, wenn ihr mir die Blüten draufsetzen, kann man auch noch mal nachstempeln, aber halt so ein bisschen. Bisschen unregelmäßig und mal drehen. So. Sehr hell. Okay. Und ich möchte auch, ich habe hier hinten noch so Grünzeug gestempelt. Da brauchen wir jetzt noch ein Schmierblatt. Dafür sind die kleinen Blöcke gut. Also als Tipp, das sind die für den Stamparatus, die wir als Unterlage, dass wenn man halt über das Papier drüber stempelt, dass das halt nicht unsere Matten versaut und so, legt man so ein Blatt bei. Die sind aber sehr gut auch, weil die vom Format her gut sind als Schmierblatt. Kann man ja trotzdem noch für den Stamparatus verwenden. Aber da ich ja jetzt wenig mit den großen Papieren arbeite als Hintergrund oder Untergrund, nehme ich dann immer gern die kleineren. Dafür nehmen wir aber jetzt Papier. Und zwar Seladon. Möchte ich jetzt etwas dezent im Hintergrund haben. Das heißt, ich stempel mir das einmal vorher auf dem Schmierblatt ab. Da müsst ihr auch mal schauen, wie saftig eure Stempelkissen sind. Also wenn die gerade neu sind, dann sind die immer sehr dunkel. Wenn man schon mehr damit gearbeitet hat, dann sind sie von Haus aus heller und dann kann man auch direkt stempeln. Und jetzt genau dasselbe. Einfach so in den Hintergrund. Ohne Fussel. Das ist jetzt nichts geworden. Versuchen wir nochmal drüber zu gehen. Nee. Dann lassen wir es so. Und hier unten. So. Sieht man gar nicht. Nee. Egal. So. Und jetzt machen wir die Blüten. Lassen wir das erstmal beiseite. Ich möchte hier noch so kleine Pünktchen, das machen wir aber am Schluss. Wir machen jetzt die Blüten, weswegen wir eigentlich da sind. Und zwar brauche ich einmal die hier und die dazu passenden Strukturstempel. Und zwei. Und ein Stück Grundweiß. Genau. Ja, Silvia sagte auch, dass sie jetzt gerade erst gesehen hat, dass da im Hintergrund noch Blätter sind. Das ist halt so dieses Detail. Oft sieht man manche Dinge nicht sofort, aber es wirkt irgendwie trotzdem harmonisch und dann sieht man erst, dass da noch im Hintergrund was ist. Das geht mir auch oft so.
Das ist halt, aber das macht es manchmal auch aus, finde ich. Ich muss kurz trotzdem gucken. Kommt ihr mit? Die, die mitbasteln? Ja, ne? So. Ja, genau. Wir stempeln den flächigen Stempel, stempeln wir jetzt in hell mit Papaya. Zweimal. Also weil wir ja zwei Blüten brauchen. So. Und das Dunkle machen wir jetzt, also diese Streifen, die hier drauf sind, das machen wir jetzt mit Kürbisgelb. Fand ich jetzt am besten harmonierend mit Papaya. Da die Stempel durchsichtig sind, macht es das ein bisschen einfacher. Ich muss jetzt mal meinen Kopf in die Kamera halten, weil damit ich auch möglichst drüber bin. So. Und da macht es jetzt auch nichts, wenn ihr da ein paar Millimeter verrutscht seid. Das sieht keiner. Glaubt es mir. Machen wir mit der zweiten auch. Manchmal macht man sich immer zu viel Stress oder Gedanken. So. Und dasselbe machen wir jetzt noch mit den Blättern. Da, wo sind sie hier? Bei den Blättern ist nur eins. Da machen wir ja die Struktur gleich mit den Stiften. So. Und zwar habe ich jetzt hier auch Celadon. Warum habe ich? Ach so. Egal. Einfach aufstempeln. Fertig. Und jetzt kommt das Spannende daran. Ich möchte den Blüten noch ein bisschen mehr Struktur geben und damit verhelfe ich mir mit diesen Aquarellstiften, so nennt das Stampin' Up. Also das sind jetzt die Buntstifte. Ich habe da ein bisschen rumprobiert. Wo ist mein Testzettel? Hier. Ich probiere dann immer ein bisschen rum. Welche Farbe harmoniert jetzt mit der Stempelfarbe? Also ich habe hier, da war irgendwie ein bisschen zu lila drin oder zu orange, also zu kalt sah das aus. Und ich finde die Farben klar, Kürbisgelb, Pumpkin Pie passend zu der Kontur. Und Bermuda Blau habe ich für die Blätter genommen und fand diese zwei Stifte sehr harmonierend. Deswegen nehmen wir die jetzt. Und mit den Stiften ist es so, dass ich dann halt noch ein bisschen mehr Struktur reinbringe. Das Gute ist, durch diesen Konturenstempel ist ja quasi schon eine kleine Steilvorlage, wie der Schwung ist von den Blättern. Und an diesen Schwung orientiere ich mich und setze dann auch die Striche an. Also wenn man jetzt den Blatt hier vorne, ich hoffe, das geht, sonst muss ich die andere Kamera einschalten. Gehe ich einfach, wenn es geht, mit einem Spitzenstift. Gehe es dann einfach hier aus dem Handgelenk raus und mache dann einfach so die Striche mal kürzer, mal länger. Und gehe dann entlang dieser Struktur von dem Stempel. Und das ist dann so als. Näher geht's gar nicht. Okay. Also, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn ihr da einfach so aus dem Handgelenk raus und dann hier einfach weitergehen, also so wie die anderen Blätter sind, einfach kurze und lange Striche setzen. Ja, das ist das Problem,
Das wollte ich auch immer mal sagen. Ihr müsst bei den Buntstiften, bei allen Buntstiften, das ist jetzt nicht nur von, die von Stampin' Up, wenn die Stifte ständig runterfallen, brechen die Minen und dann habt ihr halt so einen Scheiß. Dass das jetzt gerade im Livestream passieren muss, hat keiner gesehen. Also da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, dass ihr die Stifte immer pfleglich behandelt. Ich weiß, mit Kindern ist das immer schwierig, aber wenn es eure Stifte sind, da nicht so umeinander schmeißen. Ist ja mit Bleistiften auch. Genau, und so arbeite ich mich jetzt hier vor und gebe den Blumen noch ein bisschen mehr Detail. Hier müssen wir jetzt nach unten gehen. Geht leider noch ein bisschen höher mit dem Blatt. Dann könntest du das gut sehen. So. So. Also hier sieht man auch gut den Unterschied, ne? Das hat viel mehr Detail, viel mehr Struktur und so kann man halt die Motive noch ein bisschen mehr aufwerten. Kommen immer noch welche später rein. Was bewirkt es denn, wenn man mit den Aquarellstiften dann noch nachmalt? Ja, hast du ja jetzt gesehen, oder? Also es ist einfach, ich mache jetzt auch nicht mit Wasser nochmal hinterher, weil die Stifte sind ja auch gut, wenn man mit Wasser arbeitet, deswegen ja Aquarellstifte. Aber ich lasse das so streifig, einfach weil das halt zu dem Motiv passt und einfach um den Blütenblättern noch mehr Ausdruck zu geben. Danke für den Like, der gerade gekommen ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Alle anderen wichtigen Fragen, die jetzt nichts mit dem Projekt zu tun haben, könnt ihr gerne im Chat schreiben mit F Doppelpunkt und ich gucke dann am Ende noch mal rein und werde es dann hoffentlich auch beantworten können. Also machen wir jetzt die zweite Blüte und da einfach dasselbe. Eine schöne Entspannung abends vorm Fernseher oder neben dem Livestream. Kann ich ja nebenbei erwähnen, ich war heute wieder bei Jana und habe ihr frisches Futter gebracht für eBay. Ich glaube, heute kommen noch mal Auktionen, meine ich, wenn es noch zeitlich geht. Und ich habe da auch mal ganz, ganz viele Papierpakete mit hingegeben, die ich hier geschnürt habe, also aus meinen gesammelten Designerpapieren der letzten 13 Jahren. Da ist schon einiges zusammengekommen. Habe ich sortiert in hunderte Packs und habe auch versucht, möglichst, dass sich kein Papier wiederholt. Habe ich in hunderte Packs in so Kartons gepackt und die werden dann als Set angeboten bei eBay. In der Hoffnung, dass sie in liebevolle Hände kommen und ihr dann auch damit basteln könnt. Den Link von eBay habe ich jetzt natürlich nicht gespeichert. Ja, Jana hat es schon längst geschrieben. Ich wollte es auch noch mal sagen, für die, die jetzt den Chat nicht lesen können. Die am Fernsehen gucken. Fleißig, fleißig bist du. So. Ich denke, ich lasse das so. Und das machen wir jetzt genauso auch mit den Blättern. Hier haben wir jetzt natürlich keine Strukturstempel, aber den Schwung sieht man ja auch so. Dadurch, dass ich ja von hier nach außen einfach ziehen kann und kann da auch bisschen Schatten geben. So. Ich suche gleich noch den eBay-Link raus und packe ihn euch in den Chat. Weil das geht wohl, man kann wohl scheinbar nicht einfach suchen nach einem Verkäufer, wenn der nichts
drinstehen hat. Zumindest habe ich jetzt auch nichts auf die Schnelle gesehen. Ich finde das ein bisschen anstrengender bei eBay. Aber ich suche es gleich raus. So. So. genau. Einfach um noch mehr Struktur zu geben. Noch ein bisschen mehr Liebe zum Detail. Warte, ich suche es euch mal schnell raus. eBay. Wo ist es denn? Hier. Stempelwiese Account. Hier, das sind sogar noch zwei Auktionen drin, die heute auslaufen. Und zack. Also, ihr könnt auch abspeichern den Link für später und immer mal wieder reinschauen. Wir versuchen halt so gut wie es geht, jede Woche immer mal so 20, 25, je nachdem, wie viel gerade da ist, reinzustellen. Also da könnt ihr gerne immer mal wieder reinschauen. Jetzt geht es ans Ausschneiden. Vielleicht kann ich ja dann auch mal noch ein bisschen in den Chat gucken. Ich habe mal kurz überlegt, ob ich mir die Stanzform doch noch kaufe, aber so oft bastle ich ja dann auch nicht mehr damit. So, die Blätter sind halt relativ einfach. Ich lasse dann immer auch einen kleinen weißen Rand. Sieht dann halt auch noch mal schöner aus. Ich habe als Tipp mal gesehen, für die, die da jetzt nicht so frei Hand schneiden können. Ich weiß nicht, kann man. Ich werde mal hier das Schmierblatt nehmen. Und zwar mit einem Bleistift einen ganz feinen Rand, also mit Abstand zum Motiv, drum malen. Und dann kann man sich nämlich an dieser Linie ein bisschen lang hangeln. Seht ihr hier? Macht für viele auch nochmal so ein optisches, ja, einfacher, die Schere zu führen. Vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen. Probiert das mal aus. So. Genau. eBay-Hammer. Da kommen jetzt auch viele alte Sachen mit rein. Also ich wühle mich ja gerade durch mein Lager oben durch und packe ja nebenbei jetzt auch die Kartons für den Umzug. Und natürlich, je tiefer ich komme, umso älter die Produkte. Also es ist schon echt auch interessant, was man so wiederfindet. Das ist schon sehr lustig. Also es werden auch einige Merch-Produkte dabei sein, also sprich Produkte mit Stampin' Up! Logo, wie zum Beispiel Taschen wird auch demnächst kommen. Und was haben wir noch? Kartenständer oder Fotoständer kann man ja auch nehmen. Was hatten wir noch? Keksstempel hatten wir auch. Keksstempel, das war auch mal der heiße Scheiß. Ja, also auch sowas wird demnächst kommen, nicht nur Stempelsets. Auch ganz alte Bics Stanzformen und diese kleinen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Damals mit den Schmetterlingen, die waren auch sehr begehrt. Ja. Gibt es eine Empfehlung für die Schere? Ja, Stampin' Up. Die ist jetzt, also bestimmt 10 Jahre alt und schneidet immer noch wie Butter. Wichtig ist, dass ihr eine Schere habt für Papier und eine Schere für alles andere. Also, dass ihr eine Schere fürs Papierschneiden nur fürs Papierschneiden benutzt. Also, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt Klebeband kürze, ist es so, dass ich da eine andere Schere für nehme, weil die Klinge halt schnell verklebt ist. Und wenn die verklebt ist, wissen wir alle, das ist Kacke. Damit kann man dann nicht mehr schön schneiden. Also man müsste dann jedes Mal die Schere putzen und machen wir ja auch nicht immer, ne? Ist wie mit die Fenster. Unnötig.
Finde auch die Schere sowie auch das Falzbein, das hier und den Papierschneider. Das sind die drei Grundprodukte, die ich immer nutze, die ich immer in der Hand habe und deswegen auch jeden empfehle, der jetzt gerade anfängt. Gerade der Papierschneider, also das ist schon sehr angenehm. Dass ich mal live vor 244 Leuten Papier ausschneide. Wobei das hier noch geht. Also ich weiß, dass ihr alle live da seid und zuschauen könnt und aber als ich damals in München auftreten musste vor 700 Leuten, das war schon, wenn da so viele Augen auf dich schauen, das muss ich auch nicht nochmal haben. Also es war toll, tolles Erlebnis. Das meine ich jetzt nicht damit, aber diese Aufregung davor, no way, nie wieder. Ich weiß nicht, wie manche das echt ernsthaft gerne machen. Das ist schon krass. Ah, so, wie weit seid ihr? Kommt ihr mit den Stanzen und Schneiden hinterher? Können auch kurz warten. Ja. Ja, wie gesagt, Geraldine, einerseits, ich schneide sehr gerne aus. Mir macht das gar nichts. Ich habe das früher auch in der Schule schon geliebt. Und wenn man was gerne macht und oft auch macht, das ist auch das Nächste, dann ja, linke Arschbacke. Also, das geht dann easy peasy. Genau. Okay. Dankeschön, Bernie. Bernie weist auch noch mal drauf hin, wegen dem Daumen hoch. Also vielen Dank an alle, die bis jetzt meinen Livestream geliked haben. Es gibt ja auch Gründe, warum manche das nicht machen oder auch nicht können. Ich weiß zum Beispiel, meine liebe Gisela, meine Kundin, ich hoffe, du bist gesund, wohlauf oder dir geht's besser und bist auch bei meinem Livestream dabei. Aber sie guckt zum Beispiel über den Fernseher und ich meine über den Fernseher, also ich habe es mir noch nicht selber genau angeschaut. Ich glaube, man könnte es vielleicht schon über die Fernbedienung, aber es ist halt manchmal ein bisschen umständlicher, dann zu liken und so. Also kann halt leider auch nicht jeder. Genau. So. Genau. Ich sehe jetzt nichts, dass jetzt jemand hinterherhängt. Macht es in eurem Tempo weiter. Es ist ja wirklich ganz, ganz easy, die Karte, ne? Und dann können wir das eigentlich schon aufkleben. Ich arbeite jetzt auch mal wenig mit einer Mattung. Einfach, also bei den Geburtstagskarten, das macht auch viel beim Versand aus. Also einerseits, dass das Papier, der Briefumschlag sehr dick wird und sehr schwer wird. Deswegen versuche ich nicht mehr so viel mit Layer zu arbeiten. Und ich weiß ja, dass viele auch Papier sparen. Deswegen probieren wir das mal so. Ich knuddel jetzt die Blüte ein bisschen hoch, dass die so ein bisschen mehr Tiefe kriegt. Dass die ein so ein bisschen entgegenspringt und nicht so platt aufliegt. Ich persönlich mag das jetzt nicht so. Und genauso bei den Blättern auch. Einfach die Spitzen ein bisschen hochbiegen. Ist auch so ein bisschen Detail, ne? So. Genau, die eine Blüte klebe ich mit einem Abstandpad auf. Da reicht auch einer einfach in die Mitte. Und da könnt ihr jetzt ein bisschen gucken, ne? So wie ihr das anordnen wollt. So ungefähr. Und die andere mache ich plan mit ein bisschen Flüssigkleber, dass die halt ein bisschen tiefer sitzt als die andere. So. Und die Blätter,
Kann man auch mit Flüssigkleber machen oder einen Klebepunkt, was ihr zur Hand habt. Und die schiebe ich dann einfach so dahinter und mache mir so ein schönes Bouquet. So, die versuche ich jetzt auf die untere Blüte aufzukleben. Das letzte Grünblatt. Und habe jetzt so ein schönes Blumenbouquet. Und jetzt geht es nochmal ins Detail. Und zwar möchte ich jetzt auch noch so ein paar Sprenkler im Hintergrund. Kann man noch vorher machen. Ich mache das ja meistens mit auf dem Acrylblock Farbe tupfen mit einem Wassertankpinsel dann auf das Motiv aufspritzen. Wenn man es ein bisschen gezielter haben will, nimmt man einfach einen Stift, hier die dünne Mine und dann so freischnauze den Stift einfach absetzen und die Pünktchen setzen, wo man das eben möchte. Habt ihr vielleicht auch nicht gesehen auf der Originalkarte. Aber dann ist auch noch mal ein bisschen was los im Hintergrund. Und bitte zieht nicht eure Stifte über die Kappe auf. Ich sehe das so oft in anderen Livestreams oder auf Instagram ganz viel. Das tut mir weh. Macht das nicht. Weil ihr macht euch da die Minen kaputt. Es gibt leider ja auch keine Ersatzminen. Deswegen, also da wird hier einfach so die Pinselspitze so über die Kappe. Da stellen sich meine Nackenhaare auf. Es gibt so viele Methoden, Sprenkler aufs Projekt zu machen und das tut so weh, wenn ich das sehe, weil ich mir denke, so die Mine wird dann nicht lange halten und habt zwar dann nicht lange Freude dran. Macht's so oder mit dem Wassertankpinsel, wenn wurscht ist, wo es hinkommt. So, und jetzt kommt einfach nur noch, ich bin heute immer falsch. Jetzt kommen einfach nur noch die Glitzersteine drauf. Oder das Glitzergedöns. So, dafür habe ich hier die Paillettenfunkelschimmer. Da guckt ihr halt, was ihr habt. Könnt ihr Strasssteine nehmen, das ist egal. Schütt mir hier so ein bisschen was in den Deckel. Und kann das dann so besser aufnehmen. Und zwar habe ich genommen die durchsichtigen Pailletten und diese Wassertropfen. Also die hier. Die finde ich schön. Wer hat, kann da auch so ein. Gibt es da auch das Perlakzent? Ich habe bloß gerade nicht. Also ihr könnt auch das Weiße nehmen. Haben wir das noch im Programm? Ich weiß gar nicht. Dieses Lackakzent. Emaillenperleneffekt weiß. Könntest du zum Beispiel auch nehmen, wenn ihr es habt. Ich glaube, wir haben das aber gar nicht mehr im Programm, ne? Egal, nehmt es halt aus den Pailletten oder Strasssteine. Jetzt brauche ich meinen Präzisionskleber. Wo ist denn der? Dort. So, mal was trinken. Macht man eigentlich nicht, aber. Stunde labern. So, nehmt einen Präzisionskleber. Der hat so eine schöne, dünne Spitze. Und der Kleber ist klar. Also man sieht den auch nicht hinterher. Ich mache dann immer vorher einmal einen Test. So, guck, ob das gut läuft, ob Bläschen drin sind. Wenn Bläschen sind, dann einfach auf den Tisch klopfen. Dann lösen sich meistens die Blasen auch auf. Und dann gucken, bevor ihr jetzt aufs Projekt geht. Und normalerweise macht es Sinn, wenn ihr euch die Sachen vorher auflegt, wo ihr das dann festkleben wollen würdet. Und macht dann den Kleber hin. Machen wir mal schnell. Ich habe zwar ja, kann mich jetzt an der Vorlage orientieren, aber ich will es nur mal gezeigt haben. Für die, die schon wieder schwatzen und nicht aufpassen. So,
Hier ist jetzt so ein Tropfen. Ist noch einer hier? Und sind ein bisschen aufgeladen hier, die Dinger. Was ist das denn? Na. Und so. 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 Genau, und legt euch das ein bisschen hin. Und jetzt festkleben. Ich nehme damit links, obwohl ich gar kein Linkshänder bin, aber zum Hochheben reicht es schon auch noch. Mit links hochheben und mit rechts kann ich dann den kleinen Klebepunkt setzen. So, und dann lasse ich die Paillette einfach fallen und dann klebt die fest. Aber bei den Dingen muss ich dann gucken. Die flutschen immer aus der Hand, die kleinen Tropfen, die Wassertropfen. Dann machen wir das anders. So, einfach hier beiseite schieben. So, dann setzt er den Klebepunkt auf. Und dann, ja, einfach aufsetzen. Fertig. Alles fest, ja. Die Flasche empfehle ich immer wieder klopfen, dass der Kleber aus der Düse in die Flasche zurückrutscht. Dann die Spitze einmal hier sauber machen und gleich wieder zumachen, dass euch die Düse nicht verklebt. Sollte das mal so sein, dann ganz vorsichtig mit Hitze, mit einem Föhn, kann man Kleber wieder flüssig machen. So, alles zurück ins Döschen. Und fertig ist unsere Geburtstagskarte. Ach nee, wir brauchen noch einen Text. Text geht auch easy. Dafür nehme ich sogar den kleinen Abschnitt, den wir vor uns hatten, weil der reicht für meinen Text, meine Textgröße. Ich habe hier das Set etwas Besonderes, weil, wie gesagt, der Text zum Geburtstag passt schön von der Größe her, den ich ja jetzt hier über die Blüten noch drüber haben will. So, da haben wir hier. Da müsst ihr aber gucken, dass ihr dann, ich meine, ihr habt ja auch ein bisschen Platz auf dem Streifen, dass ihr da so jetzt ins Dunkle stempelt, dass ihr halt auch schön gerade seid. Wenn ihr euch das nicht zutraut, dann macht es auf einem größeren Streifen und schneidet es euch dann aus. Jetzt brauchen wir Lodengrün. Das passt perfekt zu der Farbkombi. Ich hoffe, ich stempel jetzt gerade. So, ich muss noch mal ins Bild. Perfekt. Bis auf den Rand da hinten, aber das schneiden wir ja jetzt weg. Also ich mache das hier ein bisschen schräg, um halt auch noch mal so ein bisschen Detail reinzubringen. So. Und klebe das jetzt mit Abstandpad drauf. Da muss ich mir jetzt hier vom Rand ein bisschen was zuschneiden. So. Und dann gucke ich, wo ich das aufklebe, und ich klebe das ja jetzt auf der Blüte quasi auf, und links steht es in der Luft. Das heißt, ich mache jetzt das Pad eben auf die eine Seite nur.
damit das halt auch schön nicht so anklatscht. Und dann gucke ich so. Jetzt fertig. Tada! Man kann auch den Spruch weglassen. Ist auch mal so angenehm, wenn man jetzt noch nicht weiß, was man vorhat mit der Karte. Einfach den Spruch weglassen. Und wenn ihr dann irgendwann mal eine Karte braucht, könnt ihr dann individuell einen Spruch drauf machen. Das kann man auch. So, meine Lieben. Dann kommen wir jetzt mal zur Verlosung. Und dann machen wir noch schnell eure Fragen. Und zwar habe ich ja gesagt, ich verlose unter allen Kommentaren. Das heißt, ich gehe jetzt gleich mit der Maus einmal so drüber. Verlose unter allen Kommentaren drei von diesen Stempelsets. Die sind noch unterwegs, sollten morgen eintreffen. Wichtig ist, dass ihr noch da seid, wenn ich jetzt euren Kommentar einblende. Und ja, mir dann eure Adresse zukommen lasst, dass ich euch dann das Stempelset zuschicken kann. Werde ich jetzt mal die erste Gewinnerin oder Gewinner mal auslosen. Also, jetzt gehe ich einmal mit der Maus über die Kommentare und guck mal, wo es stehen bleibt. Bei der Silvia. Na, hier. Silvia, Kommentar. Der Tombow bleibt immer klebrig. Wenn da was daneben geht, bleibt es klebrig. Genau. Silvia, du hast gewonnen. Bitte schick mir deine Adresse an mein Kontaktformular, damit ich dir das Stempelset zuschicken kann, sofern du noch da bist. Aber davon gehe ich mal aus. Klammer noch aufschreiben. Die Silvia. Dann nächster. Tada! Und hier bei der Sigrun. Muss mal kurz ausblenden. Sigrun Hirsch. Die Blumen haben viel mehr Tiefe mit den Stiften. Dieser Kommentar hat ein zweites Stempelset gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, sofern du noch da bist. Ich schaue gleich unten. Ich muss nur schnell die Verlosung fertig machen. Und ein drittes Stempelset. Noch weiter nach oben. Hui! Jana! leider verlinkt sich der bei mir nicht, der Link. Herzlichen Glückwunsch! ja, deine Adresse habe ich. Und du wirst bestimmt auch noch da sein. Genau, so. Jetzt muss ich gucken. Also, Silvia und Sigrun. Sigrun ist noch da, sehr schön. Silvia ist auch noch da. Sehr schön. Und Jana. Jana möchte nicht. Okay. Vielen Dank, Jana. Dann nochmal über die Kommentare. Top. Sandra. Ich liebe es, mit der Hand auszuschneiden. Ach, willkommen im Club. Herzlichen Glückwunsch, Sandra. Bist du noch da? Dann schickt mir doch bitte eure Adresse an mein Kontaktformular, dass ich euch ein Stempelset zukommen lassen kann. Muss mal kurz warten, ob Sandra da ist. Ja! Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen. Und nicht traurig sein, der nächste Livestream kommt bestimmt. Also, wenn ihr das nachbastelt, die Karte, oder heute auch schon mitgebastelt habt, schickt mir gern eure Karte als Foto über das Formular auf meiner Live-Seite, was ich jetzt hier überall verlinke. Nein, das funktioniert ja wie geschnitten Brot hier. Cool. Genau, schickt mir da euer Foto zu. Ihr könnt auch da einen Alias-Namen eintragen für die, die jetzt nicht mit vollen Namen genannt werden möchten. Ihr könnt da auch einen Wunschname angeben, kein Problem. Ihr könnt aber auch einfach nur die Karte schicken. Erwähnt einfach dazu, dass ihr sie mir nur zeigen wollt oder wenn ihr Fragen habt oder so. Also ich muss sie auch nicht im Livestream zeigen, wenn ihr das nicht möchtet. Aber wie ihr ja seht, ist das ja toll, wenn man
ja, Kreationen teilt, einfach auch als Input für andere. Das ist immer toll. Also ihr könnt auch gerne so die Karten schicken. Schöner wäre es natürlich, wenn ich sie dann zeigen dürfte. War ja bisher immer was Schönes, Kreatives dabei. Ja, genau. Der nächste Livestream ist, ich selber mal gucken. Also die Livestreams sind eigentlich immer am ersten Sonntag im Monat. Das heißt, der nächste wäre am 2. April. Genau. So. Also wir würden dann uns am 2. April wiedersehen. Und ich werde vorher natürlich die Materialliste wieder online stellen. Ich kündige das dann auch immer an, überall, wo es geht. Auch auf meinen Instagram-Account. Faszinierend. Funktioniert. Ich habe euch mal den Instagram-Account verlinkt von mir, wo ich auch immer Fotos und Stories poste. Und kann ich euch gleich noch meinen privaten hinterher schmeißen, wo ihr dann mich privat verfolgen könnt, gerade was Thema Hausbau angeht, was bei mir privat passiert. Genau. Und jetzt möchte ich noch ganz schnell auf die Fragen eingehen. Ich habe jetzt gar keinen Plan, wie viel es ist. Nee, das war falsch. Zu viele Knöpfe. Und zwar schalte ich mal hier oben. Genau. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Also F Doppelpunkt. Cool, funktioniert. Also, die erste Frage war von Geraldine. Welche Kreisstanze würdest du empfehlen, die 2 Zoll oder die 1 Dreiviertel Stanze? Beide. Kreisstanzen kann man eigentlich nicht genug haben. Und gerade wenn die so unterschiedliche Größen haben, dann kann man die auch schön übereinander legen als Mattung und so. Also ich finde, ich habe, glaube ich, auch noch alle Kreisstanzen zusätzlich zu diesen Stanzen für die Stanz- und Prägemaschine. Kann man immer gebrauchen. Also da habe ich jetzt keine Empfehlung, welche die bessere ist. Ursula, wie oft werden neue Artikel als online-exklusiv angeboten werden? Ich meine, ich hatte was gesehen von 4-mal im Jahr. Ich müsste da aber nochmal nachrecherchieren. Ich weiß nicht, ob jemand im Chat, ob Demonstratoren im Chat sind, die da vielleicht mehr im Bilde sind. Aber ich meine, ich habe gesehen, 4 oder 5-mal im Jahr gibt es da neue. Aber wie gesagt, meldet euch oder tragt euch im Newsletter ein. Schaut, dass ihr irgendwo die Infos hergibt oder folgt mir auf den Medien wie Instagram und Co. Und da wird es dann auch angekündigt, also dass ihr das nicht verpasst. Und wie gesagt, ich meine nicht gelesen zu haben, dass da steht, solange der Vorrat reicht. Klar wird es irgendwann weniger werden, aber da nagelt mich jetzt auch nicht fest. Da bin ich jetzt auch unsicher. Dass er jetzt nicht Panik schiebt, wollte ich eigentlich damit sagen. Kannst du bitte am Ende den Link von dem letzten Livestream einblenden? Ich gucke. Nur für dich. Moment. Ihr könnt auch, wenn ihr auf meinen Kanal geht, gibt es oben so Tab. Das ist Übersicht, Videos, Shorts, Live, Playlist, Community und so weiter. Und unter Live sieht man dann auch das letzte, immer das letzte Livestream oder die letzten Livestreams. Unter Community könnt ihr auch immer mal reinschauen. Da ist, poste ich auch Neuigkeiten, sobald ich was weiß oder wenn irgendwas ansteht. So, das hier ist der letzte Live. Dann Geraldine, sind die Blumen beide aufgesetzt oder ist eine direkt auf den Karton gestempelt? Nee, also hast gesehen, sind beide auf Papier gestempelt, ausgeschnitten und beide aufgeklebt. Einfach auch, wenn man die ausschneidet, dann so haben die ja so einen kleinen weißen Rand und dadurch, dass wir den Hintergrund gewischt haben, kommt diese Blume noch mal mehr zur Geltung durch diesen weißen Rand, also diesen Rahmen quasi.
Deswegen schneide ich auch immer mit einem kleinen Abstand die Blumen aus. So, nächste Frage von Michael. Muss man den Blendingpinsel nach Gebrauch waschen? Also ich mach's, weil ich habe keinen Bock drauf, für jede Farbe oder für jede Farbnuance ein Brush irgendwo sortiert zu haben. Ich habe hier drei von diesen Blendingpinseln. Drei, das reicht mir. Ich mache die nach Gebrauch sauber. Bei manchen bleibt so ein Schatten, sieht man hier, bleibt noch was da, aber das geht nicht ab, das ist drin. Das macht es aber die Bürste deswegen nicht schlimm, also dass man die nicht mehr benutzen kann. Und so kann ich die für jede Farbe immer wieder neu benutzen. Einfach ausspülen unter laufendes Wasser, keine Seife, nichts, dann trocknen lassen und dann kann man sie für die nächste Farbe benutzen. Das ist ja echt cool mit den Fragen hier. Zieht es jetzt noch mal ein bisschen in die Länge. Da müsst ihr durch. Sabine, machst du nur Karten oder auch Boxen und Verpackungen? Ich bin eher so für Karten. Ich mache schon auch Verpackungen, aber bei mir sieht man 90% Karten. Der Rest ist dann Verpackung, Deko, Origami mache ich gerne auch mal zwischendurch. Mal auch ein Mini-Album. Da tue ich mich aber immer ein bisschen schwer, weil da so viel Fläche ist zum Schmücken, zum Dekorieren. Aber ich mache viel mehr Karten. Genau. So, das nächste. Geraldine, hast du denn eine Vermutung, welche Farben uns verlassen? Hab noch keinen Farbwechsel mitgemacht. Nee. Und auch nach 13 Jahren kann ich nicht sagen, erfahrungsmäßig so und so. Nee. Ich stecke da nicht drin. Ich weiß auch nicht, was Trendfarben sind dieses Jahr oder wonach Stampin' Up! Aussucht. Weiß ich auch nicht. Manchmal sind Farben dabei, wo ich mir denke, echt jetzt? Und manchmal gehen Farben raus, wo ich mir denke, ehrlich, muss das? So wie die Incolor? Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Da kann ich nichts sagen, ob irgendeine Farbe einfach mal drüber ist und mal ausgewechselt werden sollte oder was auch immer. Leider nicht. Nee, ich muss mich genauso überraschen lassen. Nochmal, Geraldine. Gibt es von den neuen Farben dann ein Set zu kaufen? Kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, aber in der Vergangenheit war es zumindest so. Also beim letzten Farbwechsel gab es ein komplettes Paket. Ich glaube, das waren 11 neue Farben. Da gab es dann die Stempelkissen in einem Paket. Ich glaube, die Nachfüller auch und die Stifte. Aber ich weiß, Stempelkissen auf jeden Fall. Und ich glaube auch von den Papieren, wo immer so zwei Farben drin sind von einer Farbe, zwei Blatt. Also gehe ich mal stark von aus, dass es das wieder geben wird. Wie bei den Incolor. Ja, genau. Gehe ich mal von aus. Sandra, muss man immer erst den flächigen Stempel zuerst stempeln? Muss man nicht, im Grunde. Ich mach's halt. Aber man könnte auch erst das Dunkle stempeln und dann das Helle. Warum nicht? Macht vielleicht den Dunklen ein bisschen softer, wenn dann nochmal eine Farbschicht drüber kommt. Aber an sich macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob andere das schon ausprobiert haben und vielleicht da Erfahrungen teilen können. Genau. Alex, wie ist das mit der Stempelmatte bei Silikonstempeln? Du meinst habe ich da hier irgendwo eine? Ja. Meinst du die hier, die Moosgummi? Sollte man nutzen, wenn man Probleme hat mit dem Stempelmotiv. Aber bei mir funktioniert es eigentlich ganz gut. Also ich komme ohne ganz gut klar. Es ist halt, weil dadurch, dass das halt ein bisschen weicher ist, legt sich das Motiv besser auf das Papier ab.
Ich habe jetzt aber noch keine Probleme gehabt, dass das bei mir auch ohne die Matte funktioniert. Also wer Probleme hat damit, sollte das mal ausprobieren mit der Matte. Haben viele gute Erfahrungen damit. Ja. Aber ob man es jetzt dringend braucht, muss man gucken. Muss man halt ausprobieren. Ginge das auch mit den Blends? Du meinst die Striche, oder? Klar. Wobei die Blends dann wahrscheinlich ein bisschen dunkler noch sind. Ich habe ja mich hier für die Stifte entschieden, für die Aquarellstifte, weil die zwar, man sieht zwar, dass eine Struktur da ist, aber es ist trotzdem noch ein bisschen dezenter im Hintergrund. Also das wirklich nur von dem Stempelmotiv selber, dass der zweite Stempel kräftiger ist und das andere ein bisschen dezenter. Aber geht genauso. Muss man ausprobieren. Macht euch so ein Schmierblatt, stempelt es dann auf und probiert da ein bisschen rum, was euch dann gefällt oder was euch dann besser von der Hand geht. Mache ich auch. Martha schreibt, wann gibt es wieder ein Live mit Jana und mir? Das dauert noch ein bisschen, weil ich weil wir ein Haus bauen, mein Mann und ich, nicht Jana und ich, dadurch auch öfters mal vor Ort sind oder hinfahren müssen und ich immer nicht weiß, wann bin ich dann zu Hause. Das ist ja etwas über 2 Stunden von hier, also es ist ja nicht mal eben 10 Minuten Fahrt. Und da haben wir uns ausgemacht, dass wir jetzt erstmal ein halbes Jahr Pause machen, also seit Januar quasi, 6 Monate. Ich hoffe, es reicht, weil unsere Schlüsselübergabe schon wieder um 4 Wochen verschoben worden ist. Aber dann kündigen wir das auch wieder an. Also es wird jetzt noch ein bisschen dauern. Jana versucht halt, dass sie dann ein bisschen alleine live geht und ja, euch bespaßt. Silvia, sind die Papierpakete Überraschungspakete oder ist zu sehen, was ungefähr drin ist? Jana versucht, ein Foto zu machen, also dass das ein bisschen aufgefächert wird und dass man ungefähr erahnen kann, was drin ist. Also ihr müsst jetzt nicht die Katze im Sack kaufen, quasi. Es werden auch besondere Papiere dabei sein. Das heißt, besondere, so, es gab ganz früher so Stanzform. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, keine mehr da. Nee, das waren auch so 12 Zoll große und da waren so gestanzte Motive schon fertig. Die muss man nur noch so rausbrechen. Sowas wird dabei sein. Oder ja, so Klebebögen. Da sind auch schon Motive fertig und da muss man nur noch den Sticker abziehen und das Schutzpapier abziehen und kann das halt auf sein Projekt kleben. Und die andere Seite ist auch klebrig und da kann man zum Beispiel Glitzer reinstreuen. So war das früher mal gedacht. Oder, keine Ahnung, Fusseln oder Strasssteine oder irgendwas. Also sowas wird dann auch immer dazwischen sein. So, Gabriele, kann man die Aquarellstifte auch als Komplettset in allen Farben kaufen? Das sind immer Sets. Also es sind 2 Sets im Katalog. Man kann sie leider nicht einzeln kaufen. Aber die sind jetzt auch nicht. Kann man immer mal gebrauchen, wollte ich sagen. da. Zur Seite 126. Da. Das sind die 2 Sets, die es gibt. Also einmal das Pack 1 und einmal Pack 2. Sehr kreativ. Da müsst ihr halt gucken. Das eine hat 13 Stifte und das andere 10. Das mit den 13 Stiften ist noch ein Ticken besser, weil da ist noch ein Weiß dabei und ein Schwarz, glaube ich, ne? Nee. Aber ein Espresso. Also irgendwas Dunkles ist dabei. Kann man nämlich immer mal gebrauchen. Ah, so, Sandra. Meine Schere von Stampin' Up! Ist oben leicht gebogen. Gehört das so? Meinst du an der Spitze oder was? Meine ist auch leicht gebogen, sehe ich gerade. Ich glaube, das muss so, dass die auch schließt, also beim Schneiden. Wenn es dich arg stört beim Schneiden, also man merkt das ja, wenn das arg reibt, dann müsst ihr halt mal gucken, ob euer Mann das mal oder ihr selber
ob ihr das ein bisschen nach außen biegen könnt, aber muss. Meine ist auch leicht. Wenn es gar nicht zugeht, dann ist es falsch. Also das muss schon trotzdem noch handelbar sein. Und nochmal, Sandra, wie viele Paket Farbkarton würdest du kaufen von den Farben, die rausgehen? Also, ich sag mal, ich gehe mal jetzt von mir aus. Wenn ich jetzt das privat machen würde, ich würde mir maximal 2 Pakete kaufen, weil es dadurch, dass ja neue Farben kommen, auch wenn ich vielleicht nicht am ersten Tag mit warm werde, aber mit der Zeit werde ich dann trotzdem immer mal ein Auge auf die neueren Farben werfen und die neueren Farben einfließen lassen. Und vielleicht gibt es dann ja auch Alternativfarbtöne, die ganz gut den Farben, ja, das ablösen kann. Also ich würde maximal 2 kaufen für mich. Ich mache jetzt auch nicht so viel mit Farbkarton, manchmal noch zur Mattung, aber Grundpapiere bei mir sind Schiefergrau, Grundweiß, das ist was, wo ich immer solche Pakete habe. Aber bei Farbkarton, da habe ich eh nicht so viel. Das kommt halt immer darauf an, wie viel man damit macht. Es gibt ja auch viele, die den Farbkarton als Grundkarte nehmen. Da geht natürlich dann auch viel Papier drauf. Oder viel Stanzen, Verpackungen machen oder so. Kann man schlecht sagen, schlecht schätzen. Wenn es eine Farbe ist, wo euer Herz dran hängt, dann macht so viel wie geht, wie ihr ausgeben wollt und könnt. Und dann habt ihr wirklich ganz lang Freude dran. Wäre jetzt mein Tipp. Sikon, was ist der Unterschied zwischen Tombow und dem Präzisionskleber? Also der Tombow, das ist ja hier der grüne, ne? Der ist super für Papier kleben. Papier auf Papier hält Bombe, nutze ich dafür immer gern, geht auch schnell und ist sehr sauber. Und das Schöne ist, der kann auch an der Luft trocknen und ist dann wieder abziehbar. Also wenn man mal irgendwas nur vorübergehend festkleben will, dann kann man gerne auch den Kleber nehmen. Der Präzisionskleber ist halt, wie der Name sagt, sehr präzise, also durch diese feine Düse. Er ist sehr flüssig, also muss man auch aufpassen. Für Papier auf Papier total unnötig. Also er klebt auch, aber wäre jetzt unnötig. Er ist halt speziell für so, ja, so Accessoires zum Aufkleben wie Glitzersteine, Pailletten und so. Der hält er ziemlich gut. Also ich nutze den halt gern für Pailletten und sowas. Könnte aber auch mit dem Tombow gehen. Der Tombow wird, wenn er trocknet, auch sehr hell. Aber man sieht ihn noch, finde ich. Und er klebt. Also er ist. Ja, wenn man später noch drauf geht, er ist immer noch klebrig. Das ist bei dem Präzisionskleber nicht. Zumindest habe ich das noch nicht festgestellt. Geraldine, kann man die Glitzis denn mit dem Tombow nicht auf? Doch. Also könnte man auch, aber ich finde den Präzisionskleber noch einen Ticken besser, weil er eben sehr klar ist, sehr flüssig ist. Also er saugt quasi das. Die Paillette an, man sieht dann hinterher nichts mehr. Das ist halt so der Unterschied. Deswegen nehme ich halt gern den Präzisionskleber für sowas. Aber geht mit Tombow genauso. Gibt es für den Kleber auch einen Nachfüller? Nö. Das sind halt diese Flaschen. Also, wenn die leer sind, dann muss man sich eine neue Flasche aufmachen. Wir haben es schnell geschafft. Passe noch da. Mandy, sind die Buntstifte, mit denen du ausgemacht hast, auch von Stampin' Up, ausgemalt hast, auch von Stampin' Up? Ja, habe ich gerade gezeigt im Katalog auf Seite 126. Alles, was ich eigentlich benutze, ist Stampin' Up. Wenn nicht, erwähne ich es nochmal extra. Und die letzte Frage, glaube ich. Mal gucken. Sikun.
Gibt es zu den Blumen von heute Stanzen und wenn ja, wie heißt das Set? Moment. Vielleicht hat es ja auch schon jemand im Chat beantwortet, könnte ich mir vorstellen. Bitte mal ein bisschen langsam. Ja, gibt es Stanzformen und zwar findest du das auf Seite 14, 15, 16. Auf 16 sieht man halt nochmal das Set genauer und hier unten siehst du dann auch, da gibt es die Stanzform dazu, gibt es dann auch im Set-Angebot mit 10%. Also wer das nicht einzeln kaufen möchte. Und dann kann man das auch sich ausstanzen. So, das sind jetzt alle Fragen, die ich jetzt hier markiert hatte. Ich gucke jetzt noch mal kurz in den Chat. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden überlesen. Nö, schaut gut aus. Ah ja, siehst du, wurde auch schon im Chat beantwortet. ach so, wegen, weil du möchtest gerne ausstanzen. Ja, genau. Sehr schön. Dann sind wir durch für heute schon wieder. Haben heute ein bisschen überzogen. Aber ich denke mal, bei euch ist das Wetter jetzt auch nicht so berauschend, dass ihr heute noch rausgehen müsst. Und dann habt ihr auch ein bisschen nebenbei Beschallung gehabt, bei was auch immer ihr gerade gemacht habt. Also jedenfalls vielen Dank, dass ihr heute da wart und dass wir heute mal wieder einen schönen Sonntag zusammen hatten. Und wir sehen uns dann am 2. April wieder, 14 Uhr, selbe Zeit. Und mal gucken, was wir bis dahin machen. Ich habe noch gar keinen Plan. Eigentlich hat der Monat schon angefangen, aber ich kriege das immer noch nicht so gebacken, dass ich da pünktlich bin. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag auf der Couch oder wo auch immer ihr gerade seid, im Bastelzimmer und so. Und ja, dann bleibt mir nur Tschüss zu sagen und dann sehen wir uns im nächsten Livestream wieder oder im nächsten Video am Mittwoch, wo auch immer. Macht's gut. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.